Olaf Scholz hält zusammen mit dem portugiesischen Ministerpräsidenten Antonio Costa ein Porträt von Willy Brandt hoch. Der Bundeskanzler nimmt in Lissabon an einer Feierstunde zum 50-jährigen Bestehen der Sozialistischen Partei Portugals teil. Unter den Gästen sind prominente Linkspolitiker wie der frühere spanische Ministerpräsident Felipe González. Gegründet wurde die Partei 1973 in Bad Münstereifel mit tatkräftiger Hilfe der SPD zu Zeiten der Diktatur in Portugal. Die Sozialistische Partei wurde nach der Nelkenrevolution 1974 stark, als sie die Freiheit verteidigen musste, damit die Revolution nicht ins Totalitäre umschlug. Diese Geburtsstunde der PS machte die Partei zu der, die sie heute ist, eine große Volkspartei. Scholz lobt die portugiesische Regierung für ihre Unterstützung der Ukraine und den Ausbau erneuerbarer Energien. Lissabon sei ein Vorbild für ganz Europa, erklärt Scholz.